So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun gehen wir da hoch und versuchen das Ding abzuschneiden, damit wir mit unserem schönen Zügchen weiter tuckern können hier. Gucken, ob ich dazu noch irgendwas bräuchte eigentlich. Brauche ich da was? Nö, ne? Könnte ich eigentlich direkt mal da dran springen. Und uns einfach mal abschneiden. Ob das so eine gute Idee ist, weil ich habe natürlich keine Ahnung, was passiert. Nämlich gar nichts. The hose has a leak in it. Turn it off, dude. I don't want my eyebrows burned off. Better plug that leak with. Ja, ich habe doch vorhin so ein Isolierband gefunden. Das geht doch. Hope this holds. Ja, wollen wir es hoffen, ne? So, neuer Versuch. That's crazy. Look at it go. Just about got it. Ist das eine gute Scheiße? Whoa, thanks. No sweat, man. Na. This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go. I can't reach it now. Nein, ich komme nicht dran. Willst mich verarschen hier? Was ein Scheiß. Jetzt muss ich auch noch. Ich glaube, der Stapler wäre halt schon scheiße gut eigentlich, ne? Das wäre schon echt cool. Think this will work? Dude, you're cutting metal with fire. How could it not? Toll, Witzbold. So, was kann ich eigentlich mal? Kann ich dem Typ die Lampe geben oder was? Here. The weak portion of the coupling's out of my reach. You think it'll be within mine? No, but I'm gonna dangle you over that ledge. The hell you are! Alter, jetzt stell dich nicht dran. God, you're a real son of a bitch, aren't you? Shut up and start cutting. Das sieht ja meiner Meinung nach mal gerade überhaupt nicht gut aus. Ja, wir müssten, glaube ich, mal die Fliege machen hier. Ansonsten haben wir, glaube ich, gleich ein kleines Problem. Jawohl. Spring, Junge. Dir bleibt nichts anderes übrig. Jump. No. Jump, damn it. Still no. Fine. Alter. Spring schon, du Idiot. Scheiße. Verdammt. Verdammt! Ja, irgendjemand. Omid! You son of a bitch, save him! Omid! Ja, sorry, aber. Ich musste mich nun mal entscheiden. Und hätten die einen von uns erwischt, einen von denen oder so, dann hätte ich halt lieber die andere mitgenommen, weil. No, we're okay. Speak for yourself. My leg is fucked. We're fine, Clementine. We're fine. Tja.
Die andere wäre halt fitter gewesen. Das Problem ist, man muss halt Prioritäten setzen und einer, der nicht richtig laufen kann, hält uns halt nur auf, ne, im Notfall. Das ist das Problem. Survival of the fittest, ne? So ist das. Und so wird das wohl bleiben. Jetzt fahren wir halt ganz normal hier mit dem Zug ein bisschen gemütlich rum. Was war das gerade für ein creepy Aufstehen? Yeah. Picture. Next stop. Ja. Ein Boot wäre echt cool. Das wäre echt der Wahnsinn. Du schaffst das schon. I'll be alive, I guess. Blood in my heart. Blood in my brain at least. I'll leave you to your thoughts. Na, lass mal einfach mal hier zurück. She's out cold like I've never seen. Ach so, was war das? What? What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Holy shit. Was? I thought that fucking thing was broken. So did I. Well, sounds like somebody knows where we're headed. Nicht nur das. Woher zum Teufel weißt du, dass ich dabei bin? Hatte Clementine schon die ganze Zeit jetzt Kontakt zu denen oder nicht, ne? Ah! Klasse! Das war's dann wohl schon, ne? You want to get on a boat? You want to wait around till the walkers figure out we're here? We need to focus on finding the boat right now, Clem. Like we talked about on the train. I don't know how much longer he can keep on like this. Ach, du Scheiße. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. If I were you, I'd get out of the street now. Who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Welches Radio? Egal. Ich bin jetzt gerade verwirrt. You understand? I will kill you. Alles klar. Und dann kommt jetzt wieder der massige Abspann. Da wird jetzt einfach dann. Ah, okay. Jetzt wird mich schon interessieren. 45% hätten sie zurückgelassen. Alter, hallo, das war doch eine eindeutige Entscheidung. Aber 80% von Spielern hätten er erschossen. Das ist schon mal gut. Prozent hätten das Mädchen auf der Straße erschossen. Na klar, wir sind schon ein bisschen erbarmungs... Wir haben schon ein bisschen Anstand. So, nun kommt jetzt der massive Abspann. Da werde ich jetzt gleich wieder einen schönen kleinen Cut machen. Und dann steigen wir jetzt gleich bei der nächsten, was auch immer, Episode, genau, Episode 1, Episode 4. Hinter jeder Ecke heißt die. Da bin ich jetzt schon gespannt, was da kommen wird. Also sehen wir uns gleich. So Leute, herzlich willkommen zurück. Hier nochmal kurz ein Ausschnitt von den letzten Folgen. So wunderbar, klack und so, ne, peng, fertig aus. In der letzten Episode. Wir fangen jetzt Episode 4 an. Zumindest noch kurz hier in dieser Folge. Und werden dann... in der nächsten Folge voll einsteigen in Episode 4.
best bet at safety. Okay, but we'll be in Savannah. And knallhart. My parents were in Savannah. Bam, bam. Okay, we'll look for them. I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We gotta jump. What? No way. Doch. Muss ne. So. Ach so. Shit. Naja. Ja, irgendwie schon. Wer könnte das sein, Alter? Vielleicht Lily? Ich weiß es nicht. Aber wenn ja, Lily? Wie hat die es überhaupt dahin geschafft? Tja. Das ist sowas, was wir erst rausfinden, wenn wir sie befragen. Hört mein Hals. Ja, ja. So ist das. Savannah. Da sind wir. Ja, sieht echt ein wenig trostlos aus. Alter. Can't I just hold it? Just for a little while. We're getting real close to where my mom and dad are. Maybe I can... Ja, ja, ja. Später vielleicht. Okay. How's Omid? His leg's pretty bad. I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. Yeah, you're right. Kenny, hold up. Kenny, goddammit, I said hold up. Omid needs to take a break. Let's give him a minute. We're almost at the river. Almost to the boats. Then it won't hurt to stop for just one damn minute. Ja, vielleicht sind wir schon bald am Fluss, aber das Ganze hat... What the hell? Maybe this city's not so dead after all. Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Gute Frage, wa? Someone's up there. Are you sure? I don't see anything. Hey! Hey, you up there! Damn it, Lee. Keep quiet. You're gonna... If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. Tja. Hello? Hello? Are you there? Hello? What the hell was that? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? Yeah, was wohl? It tolls for thee. Ja, die scheiß Kirche Glock ist halt schon scheiße laut, ne? Die lockt die Viecher an. Everybody, run! Gute Idee, nicht hier wegziehen. Glam. Ah, Kenny!
little too close, don't you think? Ja, was kann ich dafür, wenn der die Blazy hängt, kann ich nichts dafür. Tja. Ach Gott, was ein mutiger Kerl. Ja, das ist gut. Bringen wir es mal weg. Move your asses! River Street's right up ahead! That's not all. Oh, give me a fucking break! Wait, where the hell's Chuck? Ja. Shit, he's in trouble. We gotta help him. Eigentlich schon, ne? No time. We gotta go now. I'll be fine. Just go. Okay. Chuck, ich bezweifle, dass du das schaffst, aber sagen wir schon mal, rest in peace, bro. Wir werden es hoffentlich mal sehen. You okay? Yeah. You've opened up your wound. You're bleeding. Shit, it's gonna get infected. We've gotta get him inside. Clean him up. Kenny, how's that door coming? I'm working on it. I'm working on it. Yeah, yeah. Work faster, would you? Won't be long before those things outside figure out where we went. You know they can smell blood. Lady, I ain't the one who's bleeding. Let me see if I can find us a way in. So. Ach jo, stell ich jetzt da dran. No way I'm gonna be able to bust through that. Steht da inne? Ben. Das ist der Ben. About what happened back there on the street. I know. I don't know what happened. I just froze. Ach so. Hasn't that ever happened to you? Just hear what I'm saying to you. You put that girl in danger again. It won't be walkers you have to worry about. Okay. Think we can get in through one of these windows? Man, I don't think so. Whoever owned this place had them all barred up. Yeah. Tja. It's pretty solid. Das komische ist nur, dass er von außen verriegelt hat, das verstehe ich irgendwie nie. How do you think Kenny's holding up? I don't know. It's like all he can think about is finding a boat. Verständlicherweise. Ich meine, maybe we should just let him deal with it in his own way. Na, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Das ist die Frage. Gut, dann gucken wir, dass wir da reinkommen. Das Ganze allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.